Hallo, wir sind wieder zurück hier im Training bei F1. Guten Tag. Bin am Essen, aber ansonsten geht's. Ich auch. Aber ich habe Schokolade. Immer noch zartbitter. Die Tafel musste mal weg. War haltbar bis 7.11. Das ist langsam knapp geworden. Jeden Fall. So, welche Strecke war das denn hier nochmal? Und jetzt sag nicht Bahrain, das meine. Was möchtest du dann wissen? Ja, so wie die Strecke aussieht. Erklär mal, Tobi, komm, sag mal. Machst du mal einmal Streckenkunde mit James, nur ohne James? Ich hätte gerne einmal die Reihenfolge der Kurve. Geht erstmal Links, rechts, geradeaus. geradeaus. Dann geht's rechts, leicht links und ganz leicht rechts. Dann geht's lange geradeaus. Ah, soweit stimmt das alles noch? Dann geht's rechts mit einer leichten Rechtskurve hinterher, dann geradeaus, ganz leicht links und dann eine Rechtskurve. Hui, was macht das Auto denn hier mit dem Bremsdruck? Dann geht's links, dann scharf rechts, dann leicht links, dann scharf links. Bist du sicher, dass du nicht in Spanien bist? Ja, ich habe nämlich gerade die Map offen. Ja, dann will ich erst ausnahmsweise mal glauben. Auf jeden Fall eine Strecke, die ich sehr mag. Ja, aber rein ist gut. Da kann ich mich immer mit anfreunden. Im Gegensatz zu China. China mag ich nicht so. Australien mag ich nicht so. Australien finde ich super. Was Ja. habt ihr alle gegen die Strecke? Die ist so anstrengend. Echt? Finde ich gar nicht. Ich fand das Rennen anstrengend, nicht die Strecke. Doch, ich finde die Strecke total anstrengend. Ja gut. Ist eine Meinung. Ich bin immer froh, dass ich hier in Bar, wenn wir in Bahrain fahren, nicht die realen Wetterbedingungen im Zimmer habe. Ja. Naja, müssen wir noch ein bisschen Setup-Feintuning machen, das bringt so nichts. Nur erstmal die Flügel wieder auf 1-1 stellen, sonst bin ich das Auto nicht gewohnt. Ja, klar. Habe ich den Monster schon mal gemacht? Ich weiß. Ging sogar erstaunlich gut. Nur die Ascari wird damit ein bisschen wackelig. Wer hätte es gedacht? Ich hätte das schon vermutet. Das war auch eine rhetorisch-ironische Frage. Ach so. Habe trotzdem das Gefühl, dass der Flügel zu hoch steht. Ich werde das jetzt mal eruieren und ein wenig ausprobieren. Aua! Wir haben sich den Finger gebrochen. Ja, ich habe einen Stück Schokolade abgebrochen. Klassische Symptome. Ich
Checks complete. We're ready. So. Dann wollen wir erstmal ein bisschen an den Geschichten hier drehen. Könntest du bitte den Mund halten, Jeff? Dankeschön. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Wir probieren das mal auf Schorfschreif. Meinst du, jetzt sind die Reifen schuld? Ja, aber die Mediums sind echt nicht gut. Das ist richtig. Also dieser scharfen Linkskurve, ne, der Curb ist echt tödlich. Du sollst ja nicht drüber fahren. Ja, hat sich gerade allerdings nicht vermeiden lassen. Hab ihn aber nur gestriffen, deswegen war es nicht weiter schlimm. Na gut. Ja, und er steuert doch jetzt. Soll nur nicht erzählen. Na, ich gebe dem Ganzen mal eine Runde. War heute bei IKEA. Was denn da gemacht? Na, wir haben den Schreibtisch abgeholt. Sehr schön. Ja, kann man so sagen. Natürlich kauft man dann auch nochmal ein paar mehr Sachen als nur einen Schreibtisch, ne? Ja, 100 Teelichter. Nein, was soll ich mit Teelichtern? Kilo Cottbuller. Ja, schon eher. Aber nur ein Kilo? Ja, ich wollte jetzt hier konstanter einfügen. N Kilo Cottbuller? Ja, so in der Art. Auch wenn du dich damit unnötig auf natürliche Zahlen limitierst. Ja, wir können ja auch einfach sagen, N-Element der realen Zahlen. Jetzt, nee. Es gibt Regeln, Tobi. Aber das ist ja nur eine inoffizielle Regelung. Das ist richtig, aber willst du, dass deine Sachen sauber lesbar sind, dann vermeide es tunlichst, dass N eine reelle Zahl ist. Ja, das ist mir schon klar, aber es wäre witzig. Genauso wie du nicht P für die Differenzierbarkeit nimmst. Nee. Stimmt, das ist ja schon in der PQ-Formel verbraucht. Nee, das ist die Integrierbarkeit. Das ist nämlich immer der LP-Raum. Das ist auch das Einzige, was man sich bei Sobolev-Räumen merken muss, welche Zahl steht oben. Ne, die es verstehen, die haben jetzt kurz gelacht.
Die, die es nicht verstehen, ist völlig egal. Ich erkläre jetzt nicht, was ein Sobolev-Raum ist. Habe ich 4 Semester dafür gebraucht, um das zu verstehen. Sagt mein Zuschauer, das versteht. Ja, wenn ich reingucke, schon. Tja, dann lachst du selber kurz über den Witz. Über deinen eigenen Witz. Das mache ich sowieso immer, das ist am gesündesten. Bist du da gerade von der Strecke geflogen? Nee, stehe relativ gut auf der Strecke. Noch einen kleinen Donut gedreht für die Fans. Ja gut, ohne Flügel untersteuert's, das sehe ich ein. Oh. Ha! Guck ich mal die Auslaufzone an. Guck ich mal die nächste Auslauf. Oh, das Kies. Warum ist denn Bahrain Kies? Seit wann? Da war schon immer Kies an der Stelle. Echt? Hinterstadtziel, wenn du da die erste Kurve der Hinterstadtziel zu eng nimmst, kommst du auch im Kiesbett raus. Crazy. Ich hoffe, du brauchst nicht die 100er oder generell irgendein Schild vor der letzten Kurve. Nee, ich brauch die Schilder nicht. Gut, ach, die ungültige Rundenzeit, Streckenbegrenzung überschritten. Sag mal, bist du bescheuert, Spiel? Finde ich korrekt. Ich war nicht mal schneller dadurch. So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Das machen wir jetzt am geschicktesten. Indem wir das Auto einfach in die Wand setzen. Dann stimmt das Setup auf jeden Fall nicht. Oh, Entschuldigung. War lecker. Ja, immerhin. Ja. Trinke im Moment zu viel Radler. 2 kleine Flaschen am Tag. Weil es ja keine großen Flaschen mehr gab am Wochenende. Also gab es schon, aber das wäre ja nicht alkoholfrei gewesen, das bringt mir nichts. Dann kann ich auch Bier trinken. Hui! Nee, das war aber gar nicht gut, die Änderung. Gestern Abend habe ich mich übrigens auch wieder sehr gefreut. Liegst du so schön im Bett, denkst an nichts Böses, ne? Will dein WLAN das Passwort haben? Habe ich mich sehr gefreut. Wieso wusstest du das nicht? Nee, es ist eine 20-stellige Zahlenkombi, die habe ich nie auswendig gelernt. Ich habe dann beschlossen, dass ich auch eine Nacht auf mobilen Daten schlafen kann. Hab dann heute Morgen das Ganze neu angerichtet. Ja. Aber geklappt. Wieso habt ihr denn keine Zahlen-Buchstaben-Kombination? Ja, weil es bei 20, bei der Länge von 20 scheißegal ist. Ja. Außerdem macht das Eintippen noch viel ätzender. Bei 20 Stellen. So.
Außerdem glaube ich, dass man beim Durchprobieren von 20-stelligen Zahlenkombinationen durchaus ein Momentchen beschäftigt sein dürfte. Ich stütze diese These mal ganz kurz durch Nachrechnen. Pro Stelle gibt es 10 Möglichkeiten. Wir haben eine 0. Die darf nicht führend sein, also es ist 10 hoch. Warum darf die 0 nicht führend sein? Weil sie es nicht ist. Natürlich darf die 0 auch führend sein. 10 hoch 19 mal 9. Also wir haben 9 mal 10 hoch 19 Möglichkeiten. Wenn wir jetzt sagen, pro Möglichkeit brauchen wir eine Sekunde, sind wir bei Sekunden, Stunden, Tage, sind wir bei 2 Billionen Jahren. Kann ich mitleben. Selbst wenn ich noch pro Sekunde 1000, den Faktor 1000 reinrechne, passt. Ja. Das ist eine 1 mit 19 Nullen. Psst! So, ja, kurz das Setup mal wieder ein bisschen stabiler machen. Da habe ich irgendwo ganz tief in eine scheiße Kiste gegriffen. Ich bin zufrieden mit meinem Setup. Setup, ja, ich war es vorher auch, setup, ich hab gedacht, das kannst du noch schneller machen. Setup. Kennst du, ne? Tobi, was hast du heute schon geraucht? Nichts. Dann ist das nicht gut. Für den Output, sag ich mal. Ja. Da hätte ich jetzt was Stärkeres erwartet. Entschuldigung. Der Husten muss weg, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt übrigens wohl morgen Abend doch zu Hause. Okay, ja, später. Das ist gut zu hören. Hm. Ich nicht. Also ich bin zu Hause, aber ich bin abends nicht da. Ich weiß. Du sagtest mir bereits, dass du am nächsten Tag früh raus musst. Ja, mit früh meine ich erbärmlich früh. Stehst du das dann überhaupt durch, abends noch Formel 1 aufzunehmen? Ja, ich bin dann zwar inhaltlich tot, aber das ist kein Problem. Ja, gut. Ja, es gibt da so ein Hilfsmittel, Tobi, das nennt sich eine Tasse Kaffee. Und innerlich tot werde ich wahrscheinlich eh sein, wir korrigieren ja davor Klausur. Ja. Sind bis jetzt erst 8 Fahrer ihre Runden gefahren? Davon bisher doch hat's ein Mercedes. Also ich habe es konsequent geschafft, das Auto langsamer zu machen durch meine Änderung. Bin beeindruckt. Erstmal schaffen. Hoffe, du hast deine alte Version noch gespeichert. Ja, selbstverständlich. Kannst ja nochmal von vorne anfangen. Ja, from the scratch, my friends. Ich habe in Australien gelernt, ich brauche gar nicht das schnellste Setup haben. Nee, es geht ja nicht um das Schnellste, aber das ist halt viel, 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 viel zu langsam. Das sind nicht Hundertstel, die da fehlen. Das ist gerade eine halbe Sekunde, die ich verschlechtert habe. Hui.
Da habe ich den Bremsfunk nicht gesehen. Tja, passiert schon mal. Hast du selber abgeräumt oder was, ne? Hm? Nee, da war halt einfach Sonne. Ich dachte, das waren die genau die 100er Schilder, 50er Schilder, also, die du selbst hast. Ob ich da auf Schilder gucken müsste. So eine Linie, die wird rot, um einen wichtigen Fahrer des gegnerischen Fahrerlagers zu zitieren. Ja, ja, ja. Finde ich korrekt. So. Wir haben Überweisungsdurchschlag. Interessant. Was bist du? Homo Neandertalis. Axel Voss? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich studiere teilweise Informatik. Ich kann nicht Axel Voss sein. Punkt für dich. Übrigens, das Praxissemester bringt ja pro Fach 7 Credits insgesamt. Ja, kann sein. Ja, wenn man Vorbereitungsseminar dazu zählt. Pro Fach 7 Credits. Plus nochmal 13 ja. Obendrauf. Einfach so. Aber es werden pro Fach nur 3 Credits für die Noten für die Note benutzt und die anderen 4 Credits sind unbenotet. Aha. Deswegen kommen die auf die schlaue Idee, im Boss einfach nur 3 Credits dafür anzurechnen. Das sind mal diese Momente, ne? Da sterben dann wieder Teile in mir. Ich bin mal gespannt, ob die anderen, es fehlen ja dann irgendwie 12 Credits, ne? Ob die irgendwie noch auftauchen oder was damit passiert. Keine Ahnung. Ja, es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Aber dafür ist das Seminar von gestern schon eingetragen bei mir. Sogar an der richtigen Stelle. Mit der richtigen Note. Ja, das haben sie bei mir beim Haarfall geschafft. Dadurch, dass ich ja nicht das Hardware-Praktikum mache, sondern mit meiner Fächerkombination das Hardware-Praktikum ET, gibt es dort einen eigenen Boss-Eintrag. Crazy. Ich habe von einem anderen gehört, dass sie es bei ihm erst falsch eingetragen haben und der zum Prüfungsamt gehen musste und dass da irgendwie eine Viertelstunde diskutieren müsste, bis wir es gecheckt haben, dass der nur möchte, dass die Note an der richtigen Stelle eingetragen wird. Ja gut, das ist aber meistens ein Kommunikationsdefizit auf beiden Seiten. Machen wir uns nichts vor. Ja. Bei mir haben sie es von vornherein geschafft, die richtig einzutragen. Ich schreibe bei sowas immer erstmal eine freundliche E-Mail. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch rausgefunden, warum ich meinen Vertrag erst so spät unterschrieben habe. Ja. Ja. Rat mal, wer eine Nummer in der E-Mail hat. Du. Ja, rat mal, wer die Nummer nicht in die E-Mail geschrieben hat. Der Typ, der dir den Vertrag zugeschickt hat. Kombiniere, die sind alle schlau. Hauptsache die heute Show. Wenn du Politiker wählst, die die Digitalisierung versprochen haben und die stattdessen Artikel 13 verabschieden, dann Bild von Trump darunter: This has been the worst trade deal in the history of trade deals maybe ever. Habe ich heute auch gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es retweetet habe. Interessante Linie hier. So fahre ich das, glaube ich, nicht nochmal. Warum nicht? Weil scheiße war, Peter. Aber wie gesagt, was mich viel mehr empört hat bei der Abstimmung heute, ist, dass einfach 10 Leute nicht da waren von den deutschen Abgeordneten. Ja. Aber selbst wenn alle, die sich enthalten haben und die nicht da waren, noch dagegen gestimmt hätten, hätte es ja nicht gereicht. Ja, das ist korrekt, aber das ärgert mich trotzdem. Die werden nur dafür bezahlt, bei sowas Häkchen bzw. ihre namentlichen Abstimmungen zu setzen. Ja.
Für nichts anderes. Wofür ist mir dann ja im Prinzip in dem Moment sogar noch egal. Aber Hauptsache, sie machen es. Ja. Hauptsache hier, die von zuerst denken, dann klicken, ne? Posten. Mhm. Dieses Posting wurde aus urheberrechtlichen Gründen direkt wieder entfernt. Heben Sie Ihren Arsch hoch und besuchen Sie den nächsten Kiosk, um sich dort eine Tageszeitung zu holen. Subi. Es ist alles grandios. Aber am besten fand ich ja auch eine der Aussagen im Vorhinein, dass ja Wikipedia alles lizenzrechtlich, urheberrechtliche Verletzungen sind. Weil die Autoren, die da schreiben, ja nicht vorher zustimmen, dass sie das unter der und der Lizenz veröffentlichen. Ja, das ist alles. Alles geklaut. Im Internet gibt es keine Lizenzen. Nee, deswegen schreibe ich bei meiner auch immer rein, unter welcher Lizenz die veröffentlicht sind. Ich verstehe. Aber ich sag dir, die CDU wird sich nach der Europawahl fragen, warum haben wir denn so viel Wähler verloren? Ja. Partei der Letztwähler, ne? Ich sag's immer wieder. Nico Semsrott hat es so schön formuliert, das muss man auch mal einfach zitieren. Ein guter Teil meiner Freunde sind Nazis. Dieser Anteil liegt bei 0%. Das ist ein guter Prozentsatz Nazis, den man unter seinen Freunden haben sollte. Ja. Hashtag die AfD auch. So, ne? Was, die AfD hat auch keine Nazis in Freunden? Naja, ja, ja. Ja, ja. Absichtlich falsch. Absichtlich ist falsch verstanden. Ja, das können die von der AfD auch sehr gut. Mhm. Die sind ja mit der Maus abgerutscht. Das Problem ist, dass solche Parteien dann von so einem Scheiß profitieren. Ja, das ist ganz normal. Das war schon immer so eine Historie. Ja. Das ist ja auch hinreichend bekannt und hinreichend untersucht. Hinreichend? Hinreichend, ja. Okay. Everyone ready? Ja, fahr raus. Okay, let's go. Tadadada. Ich habe so das Gefühl, auf dieser Strecke kann man gut RS verbrauchen. Oh ja. Ja, Kimi, fährst du noch? Danke. Schuld sind immer die anderen. Ich bin Schulte. Das ist was anderes. Ja, ich bin einfach vor meinem Teamkollegen rausgefahren. Kimi ist ja auch noch in der Box. Ja, das hat nur gerade so lange gedauert, dass ich dachte, dass der zuerst rausgefahren wäre. Hat sich dann allerdings nicht bestätigt. Entschuldige mich für diese Desinformation des Fahrerfelds. Sag mal, wenn man Fahrerfelds hat, ist das eigentlich Peter? Oh, Flugzeug im Bau. Schönes Lied. Schon im Blick. Warum ist gemalt? Ja, sing bitte weiter, dann habe ich einen perfekten Kanon. Ja, bitte. Dann verstehe ich noch weniger als sonst. Verstehst du was? Ja. Ich habe mittlerweile die Fähigkeit entwickelt, bei Grönemeyer-Texten auch Wortfetzen rauszuhören.
War da gerade gelbe Flagge? Ja, ich habe noch mal kurz ein bisschen langsamer gemacht. Muss noch zwei Einstellungen ändern. Kommt nicht wieder vor. Hoffe ich. Ich glaube, die 25% heute sind nur 14 Runden, also es geht. Letztes Mal sind wir es auch nicht zu Ende gefahren. Das ist richtig. Geht ja auch nur darum, mal ein bisschen auf der Strecke rumzucruisen, um schon mal ein Gefühl zu bekommen für das richtige Rennen. Und ich habe ja eh schon Karriererennen auf Bahrain gefahren, also von ja eh vorbelastet. Ich bin gerade einen guten zweiten Sektor gefahren. Der war super. Meiner auch. Aber halt nur der zweite, ne? Beim ersten habe ich nicht drauf geguckt. Okay. Magnussen hat mich erstmal abgeräumt. Er steht jetzt auf der Liste. Ja, verständlich. Du bist da der lang, ein bisschen langsam fährt, ne? Ja, weil ich neben der Strecke war. Ja, ich frage ja nur vorher, weil ich komme ja jetzt gerade an. Fährst du schnell? Nö, nö, also jetzt im Moment fahre ich schnell, aber ich fahre keine schnelle Runde. Okay. Also von daher kein Stress, kein Stress. Hui! Boah, wo ich hier bin. Eigentlich mit meiner schnellen Runde auch zufrieden, deswegen fahre ich mir gerade den Wagen kaputt. Das war keine Absicht. Ich bin wieder in eine Bande gerutscht und dann hat er gedacht, nee. Kann ja mal jemand bitte sich einen Morse und Block nehmen und mal versuchen, das als Morse-Code zu interpretieren und sagen, was den Tobi beleidigt hat? Ja, ich höre ein bisschen Mario-Melodie raus. Ja, ich morse die Mario-Melodie. Cool, ich habe freie Reifenwahl. Ach stimmt, wir haben ja Blitzqualif, also hier kurzes Qualif. Ja. Ganz vergessen. Ich möchte gerne die Reifen andersrum fahren. Wenn ich mir das schon aussuchen darf. Na, du sagst Bescheid, wenn du bereit bist, ne? Ja, ich bin bereit, alles gut. Könnt starten. Können wir kurz die Einführungs den Einführungsrundenentzug ausgleichen? Sehr gut. Ha, tada! Wir fahren jetzt hier auch die Einführungsrunde immer vernünftig. Ist ja klar, damit James sieht, dass wir das ein schlechtes Gewissen bekommt, ja, ja. Na, ich kann das verstehen, dass das durch unsere ganzen Neustarts, die wir ja durchaus häufiger mal brauchen, ja, es ist Sparzeit. Ein Zeitfresser sein könnte. Und auch Motivationsfresser, weil irgendwann kürzt du halt die Einführungsrunde wirklich gnadenlos ab oder fährst halt irgendwo rein, um schnell fertig zu sein. Das ist ja auch nicht so ein Zweck der Sache. Aber wenn man das halt so wie wir hier haben, wo man halt nicht groß neu starten muss einfach. Ja, dass in Bahrain kein Regen expected ist, ne? Danke.
Wetterbericht. Also Jeff erstaunt mich immer wieder. You don't say. Hallo. Hat er nicht verstanden. Warum steht mein Benzingemisch auf Mager? Ich hab's doch hochgestellt. Ja, genau deswegen war schon. Ja, ich war vorher auf keinen. Ich hab's ja, auf Mager Bottas hochgestellt. So fährt man das in der Einführungsrunde. Ja? Ah, nee, Bottas hat sehr interessant und sehr spontan gebremst. Siehst du, James, ich bin das, der hier schlecht die Einführungsrunde fährt und disqualifiziert wird, ne? Ja, okay. Bottas ist es. Genau, ich hatte mein Benzingemisch auch hochgestellt. Von null, kein Benzin auf Mager. Ah, der Teamkollege rammt. Ne, der fährt durch mich durch. Ja, viel Spaß, ne? Ja. Auf welchem Platz stehst du jetzt eigentlich? Elfter. Na gut, das ist ja sozusagen das Optimum vom Schmoptimum, ne? Ja, ich durfte Reifen wählen. Richtig. Jetzt! Hat ganz schön lang gedauert. Ganz schön schnell gegangen bei dir. Ich hab irgendwie völlig vercheckt, dass hier die Straße auch irgendwann zu Ende ist. Möchtest du nochmal? Okay. Ich hab gerade keinen wirklichen Nerv auf dieses Spiel. Fahr ruhig weiter. Solange du willst. Ich guck mal ein bisschen zu. Ich mach ein bisschen den Kommentar. Oh, hier, Picard auf ersten Position, hat schon einen guten Vorsprung rausgefahren. In der Was ihm jetzt auch im Safety Car auch sehr viel nützt. Ach, habe ich gesagt, dass es Safety Car ist? Nee. Safety Car. Aber da steht da oben. Ach, weil ich rausgeflogen bin, ne? Ja, also Safety Car hier früh in der Partie, aber das ist auch okay. Raikön ist auf dem letzten Platz übrigens. Habe ich nichts mit zu tun. Da werden wir natürlich gucken, ob irgendwer in diesem doch recht kurzen Rennen diese frühe Safety-Car-Phase dazu nutzt, vielleicht schon einen Boxenstopp zu machen. Ich überlege gerade noch, aber ich traue mich nicht. Also ich denke mal schon, dass du mit soften Reifen auch 14 Runden schaffen könntest. Aber ich weiß es halt nicht. Wenn nicht hier, wo sonst, ne? Genau, dafür machen wir dieses Training hier. Und dann natürlich bist du auch der Einzige, der in die Box gegangen ist. Nee. Das ist noch ein Renault. Ein Renault. Was macht der Renault? Der Renault wechselt aber auf Mediums. Hatte ich auch kurz überlegt. Der schien mir da ein bisschen bekloppt. Und wo ist er wieder rausgekommen? Das ist der 16. Platz im Moment für... Der 17. Okay. Für Picard. Und der Hülkenberg auf dem 18. Und Paris ist auch auf den Mediums gegangen. Ja, das Safety Car wird uns jetzt sowieso noch bis Ende Runde 3 mindestens begleiten. Das kennen wir ja schon. Sind immer 3 Runden, sagte James mal. Das könnte ein kluger Schachzug von Ferrari gewesen sein, hier Picard mit einem soften Reifen auszustatten. Vielleicht kann er das Rennen damit beenden. Dann wäre das natürlich eine optimale Nutzung des Safety Cars. Im Hintergrund kommt Passenger mit Let Her Go. Ja, nee, heute mal nicht, ne? Ja, 10 Car Lengths. You only need the light when it's burning low.
Ich glaube, ich gehe gleich noch mein Feld grubbern. Echt? Ja, das ist beruhigender. Oh, Mann! Wir können auch Rocket League spielen, das ist auch beruhigender. Grandios beruhigend ist das, du. Oder da, hier Zug um Zug. Oh, grandios beruhigend ist das. Aber das haben wir schon lange nicht gespielt. Ja, 2 Tage, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Ich bin schon auf den Zug. Ha, verstehst du? Wegen Zug um Zug? Dann musst du ein Spiel noch eine Runde. Gibt doch einen guten Online-Modus. Ich versuche dich noch zu überreden, mitzuspielen. Naja, eine Runde werden wir hinkriegen. Ich falle nicht zu weit zurück. Hat er mich gerade angeschubst? Das sah so aus. Ich habe eine 5 Sekunden lange Stop-and-Go-Strafe. Ja. Sehe ich. Du fällst zu weit zurück. Schon mal beschwert über dieses grandiose Spiel? Nee. Ist das grandioses? Ja, du hast nur Angst, allein im Dunkeln zu sein, weil du Angst hast, nicht allein im Dunkeln zu sein. Danke, Mr. Freud. Oh ja, Jennifer Rostock, das kann man sich eigentlich mal geben. Die Intro-Überspringen-Funktion bei Netflix, damit man weniger Zeit verschwendet beim Zeitverschwenden. Ja, wobei, es kommt drauf an, ne? Kommt aufs Intro an. Also 10-mal hintereinander kann ich mir das Big Bang Theory-Intro nicht geben. Das ist aber noch recht kurz. So How I Met Your Mother ist auch noch recht kurz, aber wenn du dann ja, da so Intros hast, die 2 Minuten dauern, ne? Ja. Der Erfinder von Photoshop hätte im Internet bestimmt einen Riesenspaß haben können, hätte er sein Programm vorerst geheim gehalten. Das stimmt. Och, Raikönin, fahren Sie doch mal. Das kann doch nicht sein hier. Wenn man ein Loch in ein Netz schneidet, hat es danach weniger Löcher. Ja, ist richtig. Der Neustart ist schon mal nicht geglückt. Doch, sind noch alle Teile drin. Ja, und du hast den soften Reifen, ja. Tendenziell den langsameren Reifen, ja, stimmt. Erst hier Tipp, lasst eure Abi-Pullis zu Hause, wir haben alle Abi. Guter Tipp. Ernsthaft guter Tipp. Gerade einen Brief bekommen mit der Aufschrift Letzte Mahnung. Wurde aber auch Zeit, dass die damit aufhören. Sehr gut. Solange man die Klausurergebnisse nicht nachschaut, ist man auch nicht durchgefallen. Allgemeiner Irrglaube. Ja. Von Montag bis Freitag könnte ich kotzen. Von Freitag bis Montag muss ich kotzen. Konsequenz. PowerPoint.
6 Stunden arbeiten, um in 20 Minuten zu zeigen, was man auch in 5 Minuten erklären könnte. Yep. Das ist eine der schönsten Zusammenfassungen zu diesem Programm, die ich je gehört habe. Ja. WG-Besichtigung. Wie oft putzt ihr hier die Küche? Keine Ahnung, ich wohne erst 4 Monate hier. Gute Antwort. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn man einfach geradeaus weiterfährt. Du hast gelenkt! Wieder, das Ding funktioniert noch. Das Auto ist ganz geblieben. Ne, ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber die Bande fliegt dafür gerade durch die Luft. Wie geil, einfach fliegt der Frontflügel ab, aber das Auto fährt noch. Ja, fuck. Ich wollte eigentlich Gasly mitgenommen haben, deswegen habe ich nur gelenkt. Mit Hunger einkaufen. Unbezahlbar. Du hättest einfach noch eine Runde warten sollen, weil jetzt geht gerade die Hälfte des Feldes in die Box. Das heißt, du hättest schnell die Führung gekriegt. Plop. Aber bei 70 km/h geht da der Reifen ab. Silvester absolviert mit 1,3 Promille. Sehr gut. Wow, wunderbare Abgabe. Was hat dich dazu inspiriert? Der Abgabetermin? So, das war also wieder ein erfolgreiches Testrennen von uns beiden. Wie immer. Die Testrennen sind immer die besten. Ja, die dürfen ja nicht die besten sein. Das ist ja Generalprobe. Ja, aber Generalprobe muss immer was schief gehen. Ja, am besten alles. Ja. Das hat letztes Mal bei mir super geklappt. Das hat man ja in Australien gesehen danach. So. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche in China. Oder morgen in Bahrain im tatsächlichen Rennwochenende. Tschüss. Tschüssel.